Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Infraspace hier bei Heisenberg zockt. So, Lamoloch, da ist er wieder. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Wir haben Strom, ich hätte fast gesagt Benzin. Nein, hier brauchen wir Strom. Und dazu nicht genügend Wohnungen, wobei eben, das ist ja so eine Sache. Eigentlich, wenn man es mit den Arbeitsplätzen hier vergleicht, haben wir natürlich genügend Wohnungen. Aber ich möchte auch weitersiedeln. Vor allem deswegen, weil das macht ja wie gesagt nichts. Also, wenn die keine Arbeit haben, haben sie keinen. Das ist denen egal. Finde ich interessant. So, da haben gerade noch ein paar Häuser gelevelt. Wir haben hier doch, guck mal, jetzt haben wir aber schon die ganz großen hier. Ein Luxuswohnhochhaus. Denen fehlen einfache Mahlzeiten. Das ist das Beste, was fehlen kann. Weil die Teile, die passen nun wirklich einfach überall hin. Ne, hier nicht. Hier haben wir eine Autobahn. Das ist ein bisschen doof. Echt jetzt? Okay, soll ich dann noch? Wisst ihr was, hier machen wir? Wir machen mal einfach eine andere Straßenzufahrt. Ich mache aber erstmal noch das Teil hier weg. Sagen wir mal so. So. Dann haben sie es vor der Haustür. Also das kann ja nicht so falsch sein. So. Einmal halt. Gerne so. Jawohl. Und dann sind die nämlich angeschlossen. Jetzt könnten wir hier eigentlich auch noch reingehen. Ich glaube, das würde nicht schaden. So. Gut. Hätten wir. Das müsste denen helfen. Das sind schon, ich sag mal, staatliche Gebäude. Nummer 6 ist das, also Level 6. Wow. Ja, sieht schon cool aus. Wenn man dann ein paar von denen hat, und das haben wir ja hier, eindrücklich, muss ich schon gestehen. Da hat man so richtige, guck mal hier, so Häuserschluchten. New York City. Cool. Mir gefällt's. Mir gefällt einfach auch die Grafik von dem Spiel, das habe ich schon mehrfach gesagt. Gut, die hier, die brauchen auch noch was. Allerdings, das ist irgendwie ein einzelnes Haus, das würde ich jetzt nicht so ernst nehmen. Während denen hier unten dann doch... Aha, die Mikrochips fehlen. Das sind Neuralprozessoren. Hier sind die Mikrochip-Fabriken. Wir haben die Lager voll. Das sagt mir. Davon hätten wir gern nochmal einen Schwung. Wenn ich es dann... Ja, wenn ich es dann finde. Irgendwo hatten wir es. Hier, Mikrochip-Fabrik. Bauen wir mal ohne Bonus. Weil jetzt geht es einfach darum, dass wir hier tatsächlich noch ein bisschen an solche Fabriken rankommen. Da war auch eine Stelle, wo es geht. Nämlich hier. Dann haben wir das auch nochmal aufgefüllt. Und hier nochmal so ein Teil. So, das müsste denen, glaube ich, tatsächlich helfen. Sand. Wir können hier natürlich hier mal noch reingucken. Das wäre auch nicht unwichtig. Aha. Okay, aber Sand? Nö, guck mal, Sand ist natürlich auch nicht wirklich massiv vorhanden. Ja, dann machen wir folgendes. Wir schnappen uns eine Straße. Düsen hier lang. Und bauen das so, dass wir wieder Bonus garnieren können. So, einmal da rein. Da haben wir auch noch Sand. Aber jetzt gibt es hier nochmal eine Ladung. Da würde ich sagen, wir klotzen mal ein bisschen. Haben wir eigentlich Beton? Ja, 2000. Okay, das ist natürlich sehr gut. Dann können wir wirklich auch arbeiten. Auch mit Autobahn zur Not etc. So, das wäre so schlecht nicht. Dann sind wir hier beim Sand bei 800. Das passt. Hier bei den Elektronikmodulen müssen wir nachrüsten. Man sieht, die haben keine Elektronikmodule. Das rührt also wahrscheinlich daher. Ja... Da gibt es halt keinen Bonus. Da brauche ich doch wieder Eisen. Und das haben wir hier gerade nicht. Und das kann ich auch nicht ändern. Das sind Minen, die können wir nicht setzen. Dann machen wir es so. Wir verzichten auf den Bonus. Und machen mal ein paar von den Teilen hin. Ich stelle die jetzt nicht. Ich stelle die jetzt aber nicht zum Sand hin. Das wäre doof. Weil, ja eben, da kriegen wir dann wieder Bonus für andere Fabriken. So, das war nochmal eine ganze Ladung. Wir können eigentlich nochmal kurz zuschlagen. Würde ich sagen, bis wir irgendwie das haben, dass wir hier wieder irgendwie aus dem Gelben raus sind. So, aber jetzt würde ich mal behaupten, jetzt haben wir hier aber aufgerüstet. So, hier nochmal 3 Stück. Und dann ist das Gelbe weg. Und dann haben wir hier noch die Neuralprozessoren. Das wären die Kollegen, die profitieren. Jawohl, die profitieren vom Sand. Sehr gut. Ich bräuchte eigentlich nochmal eine Straße. Aber ich kann es natürlich auch so machen, dass ich die Straße nachher mache. Das ist denen egal. Die brauchen auch einen Straßenanschluss. Schön, wie wir die setzen können, obwohl die 150 Beton kosten. Ja, so macht Spaß. So ist natürlich wirklich gerade wieder cool. Oh, und wir müssen, ja, abgesehen davon, dass wir die Straße nochmal setzen müssen, gucken. Moment, sag mal. Den hier wollte ich. Dass wir mit den Schulen nochmal schauen. Weil das gefällt mir natürlich überhaupt nicht, muss ich schon gestehen. Dass wir immer noch Bereiche haben, die tatsächlich keine Schulbildung haben. Das kann nicht gut sein. Das wäre auch in der Realität eher Mumpit. Sag mal, warum klicke ich, wenn ich merke, dass es ja nicht geht? Ich weiß auch nicht. Gut, jetzt haben wir hier Nanoröhren.
Und auch Nanoröhren können wir eigentlich setzen. Wobei man sieht hier, auch die Mikrochips sind noch nicht okay. Machen wir davon noch mal ein paar. Jawohl, die kriegen Bonus. Sauber. Hier auch wieder vom Sand. Da könnten wir hier hinten noch welche machen. Ja, schön, wie die Bonus kassieren. Das gefällt mir natürlich. Sauber. Mikrochips fehlt immer noch ein bisschen. Lassen wir mal für den Moment. Wir mal bei den Nanoröhren noch gucken. Die kriegen wieder vom Sand. Okay, wir haben hier noch Sand. Dann machen wir hier ein Sträßchen. So, einmal hier durchzwitschern. Dankeschön. Hier zwitschern wir auch noch hin. Da rein. Jetzt könnten wir natürlich hier das Ganze... Ja, machen wir mal. Dass wir da noch reingehen. Sauber. Nanoröhren waren es. Die hier. Ja, auch ich liebe es. Das macht halt Spaß. Wenn man tatsächlich einfach so baut... Und man kriegt den Bonus hinterhergeworfen. Ich meine, kriegen wir nicht. Wir müssen natürlich gucken, wie wir bauen, dass wir Bonus kriegen. Aber im Endeffekt ist es schon ein bisschen so. 130, 136. Und Beton. Oh, jetzt geht uns der Strom aus, sehe ich gerade. Ja, hier haben wir keinen Platz mehr. Ich würde mal im Groben das, glaube ich, tatsächlich so laufen lassen. Jetzt sehen wir aber, wir haben dort dann doch wieder ein kleines Problem in Sachen Kohlenstoff. Könnt ihr auch noch mal haben, 2, 3. So, dann sind die auch in der Nähe. Gut, für die hier. Also, lassen wir das mal für den Moment. Wir kontrollieren das natürlich wieder nach. Jetzt möchte ich aber schnell schauen. Die Schule. Aha, hier haben wir noch ein paar Türme, die nicht drin sind. Können wir mit denen umziehen? Das wäre natürlich eine Option. Und hier hinten ist natürlich noch einiges. Hier liegt noch einiges im Argen. Wenn wir die beiden Häuser wegnehmen, die hier, dann müsste das eigentlich gehen. So, einmal hier hin. Einmal, ja, wo du Platz hast. Halt, irgendwie wäre es natürlich schon nicht schlecht, wenn das trotzdem irgendwie hier innerhalb dessen wäre, wo sie ein bisschen profitieren. Wahrscheinlich kriegt jetzt der hier keine Schulbildung. Ja, ist klar. Ah, ärgerlich. Okay, da müssen wir nochmal umziehen. Aber jetzt erstmal hier. Zack, das Teil hier rein. Dann haben wir denen schon mal geholfen. Und jetzt müssen wir halt hier nochmal schauen. Schule. Kriege ich hier echt nirgends eine hin? Hier oben vielleicht. Ja, aber dann ist der Radius natürlich. Oh. Ja, hier wäre es nicht schlecht. Was sind das hier für Fabriken? Stahlwerk. Okay, dann kommt ihr weg. Beziehungsweise ihr kommt natürlich nicht weg. Und ihr zieht um. Ach, guck mal, da kriegen sie... Ach ja gut, die sind eh hier. Also Bonus haben sie eh schon gekriegt. Ich dachte, gar nicht schlecht. Plötzlich kriegen sie Bonus. Einen Bonus, den sie vorher nicht hatten. Stimmt so aber nicht. So, jetzt müsste ich doch hier eine Schule reinkriegen. Jawohl. Vielleicht sogar weiter unten. Nein, aber hier. Für ein, zwei Gebäude reicht's. Für das hier noch nicht. Aber da haben wir ja auch gesagt, wenn wir halt einige haben, die nicht leveln, leveln sie halt nicht. Das ist ja kein Ding. So, Forschung. Wir sind beim Recycling und haben neu dazugekriegt. Nee, das nicht. Das hier. Industrieroboterfabrik. Die brauchen, man sieht's, Maschinen. Alles Mögliche brauchen die. Wo kriegen wir hier? Ja, jetzt wurden die herabgestuft, das ist klar. Aha, die brauchen das hier. Die Grünen. Haben wir nicht hier hinten noch einen Riegel Grüne gerade hingestellt? Okay. Ich weiß, wo wir die hinbauen. Ist, glaube ich, relativ naheliegend. Ja, jetzt geht uns doch langsam der Beton wieder aus, aber das ist ganz klar. So, Industrieroboterfabrik. Das dürfte relativ zügig gehen, dass die hier zu den Sachen kommen. Das Einzige, was hier eigentlich fehlt in der Gegend, das sind Maschinen, behaupte ich. Also die müssen halt wieder transportiert werden. Gut. Warum eigentlich nicht hier noch eine Verbindung? So, dass man nicht, irgendwie weiß ich nicht, wie weit außen rum fahren muss. Das werde ich mir jetzt gleich mal nochmal ansehen. Wenn wir hier so ein Auto schnappen, wenn ich so wisch. Ja, mal. Moment, machen wir mal Pause. Zack, so, dann müsste eigentlich klappen, dass ich das Teil hier erwische, genau. Wegen Abkürzungen werde ich mir das gerne ansehen. Weil hier sehen wir zum Beispiel, der fährt hier außen rum und muss hier hin. Ja, das werden wir kaum anders lösen können. Weil die Schule, mit der ziehe ich jetzt sicher nicht um. Die haben wir ganz bewusst hier hin platziert, damit die Häuser hier im Einzugsbereich liegen. Also das müssen wir so lassen. Aber hätten wir gerade noch ein anderes Beispiel. Zum Beispiel irgendwo, wo wir gerade doch relativ fetten Verkehr haben. Der hier zählt nicht, der kommt vom Bahnhof. Da behaupte ich mal, das ist okay so. Ja, weit hat der auch nicht. Dass wir hier vielleicht noch irgendwie was durchziehen. Ja, da müssen wir aber mit einem von den Gebäuden wieder weg. Und dann nehmen wir uns den Bonus weg. Das ist auch nicht okay. Oder nicht ideal. Okay ist das natürlich trotzdem. So, aber eben Strom. Haben wir gesagt.
bräuchten wir noch. Irgendwo haben wir Uran. Ui, und vor allem 1000 Beton brauchen wir da. Das haben wir. Aber Stahl 400, da müssen wir schnell Geduld haben. Ich muss sowieso irgendwie dann mal hier mit dem Strom noch weg. Oder umziehen zumindest. Warum haben die Strom? Das ist immer noch interessant. Haben wir hier irgendwelche Kabel hier hinten? Oder profitieren die von denen hier unten? Nee, keine Ahnung. Oh, Stadt aufgestiegen. Level 6. Sauber. Schnell raus, schnell gucken, Startstufe. Planetare Hauptstadt. Wir haben also tatsächlich das Hauptziel wieder erreicht. Das ist ja sehr cool. Dann sind wir hier. Na gut, die Reiter haben sich ja weggemacht. Hier waren mal früher noch die Reiter, von wegen, keine Ahnung, Hauptstadt. Planetare Hauptstadt. Das ist das höchste Level, was man haben kann. Also das hätten wir dann schon mal erreicht. Aha, ihr braucht nochmal Kohlenstoff. Gut, machen wir. Setzen wir wirklich die Kohlenstofffilteranlagen. Und da will ich jetzt einfach, wie gesagt, einfach mal gucken, wo wir die überall hinkriegen. Weil die brauchen überall Luft, ob sie nun wohnen oder keine Ahnung, was sie machen. Aber, also nicht Luft natürlich eben, sondern Kohlenstoff, wie gesagt. Das ist ein sehr beliebtes Dingens. Sehr gut. Hallo. Aha. Die Haus... Ne, Blödsinn. Die Elektronikmodule fehlen schon wieder. Mikrochips. Neuralprozessoren. Das ist eigentlich genau das, was wir jetzt hier hingestellt haben. Und denen fehlen halt, man sieht... Also dem zumindest. Dem fehlen die Maschinen. Während der hier zumindest ein, zwei Maschinen hat. Dem fehlt dann wieder Aluminiumerz. Können wir hier noch was machen? Kupfer hätten wir hier. Hier Iridium. Nochmal Eisen. Aluminium bauen wir hier ab. Was natürlich... Brauchen die Aluminium, habe ich gesagt? Ich glaube ja. Jawohl. Wenn wir hier noch eine Straße machen, das wäre natürlich eine Idee. Wisst ihr was, das machen wir auch. Kann ich da vielleicht sogar eine Autobahn? Eine ganz schnelle. Ja, nee, das kostet Stahl ohne Ende. Das können wir tatsächlich nicht machen. Wir können aber... Also eine normale Autobahn kriegen wir hin. Brauchen wir hier eine Autobahn? Wisst ihr was, wir gucken erstmal, ob wir den Verkehr überhaupt haben, bevor wir da eine Autobahn machen. Vorher machen wir mal eine normale Straße, würde ich sagen. Komme ich hier runter? Nein, so nicht. Vielleicht ein bisschen mit Schwingen. Okay, wir schwingen. Dann sind wir hier unten. Hier haben wir dann das Eisen noch. Das können wir noch mitnehmen. Und jetzt wollte ich wohin? Nach hier hinten. So, dass das einfach ein bisschen schneller geht und sie da nicht alles außen rum fahren müssen. Das war die Hauptidee. Dann müssen wir hier nämlich auch schnell an die Sachen rankommen. Hier haben wir nochmal Schwefel. Und hier nochmal Eisen. Aber Eisenerz ist eigentlich auch vorhanden. Können wir dann aber natürlich trotzdem irgendwann noch mit dazu nehmen. Jetzt sehen wir aber, jetzt steigern sich hier die Meldungen langsam. Denen fehlt Eisenerz. Okay. Ja, die Eisenbahn. Doch, die ist aber, die Eisenbahn ist hier fröhlich unterwegs. Wir können ja nochmal schnell gucken. Kollege Eisenbahn. Wo bist du gerade? Weil da unten. Ich möchte sehen, was du alles dabei hast. 267, ja, ja, guck mal hier. Also wenn man die Eisenbahn installiert, sagen wir mal so, wenn sie dann nicht läuft, dann wird die Stadt nicht funktionieren. Also das ist hier schon sehr wichtig, dass die Eisenbahn ihre Leistung beiträgt. Können wir denn die noch ausbauen? Das frage ich mich immer wieder. Also klar können wir, die Frage ist halt, wohin, was macht Sinn? Ich meine hier rauf, oh, zu wenig Strom, genau. Da war ja noch was. Geht das hier? Nein? Ja, ich meine, es muss ja... Das ist schon Uran. Ja, aber hier ist halt Map-Ende. Oh, aber hier geht's. Mount ich doch hier hin. Moment, wenn ich es hinkriege. Zack. So, und jetzt mit der Straße könnte es ein Problem geben. Ist das hier der Eingang? Ja, toll. So, so. Ja, guck mal, das ist der Eingang. Sauber. Dann ist der auch gerade an der Quelle. Dann sollte sich das hier relativ zügig beheben, würde ich sagen. Gut. Wovon haben wir... Ja, die sind alle, guck mal. Das ist alles fast, was wir brauchen. Also schlimm ist das nicht. Aber wenn wir noch mal ein, zwei Elektronikmodul-Kollegen hinstellen. Zum Beispiel hier. Wo wir eben noch mal Bonus haben. Dann sollten wir da eigentlich die Sachen kriegen, die wir brauchen. Jawohl, ist schon weg. Jetzt brauchen die aber wieder ihren Straßenanschluss. So, das geht dann mal da rein. Ist in Ordnung. Und hier hinten, die beiden haben auch nichts. Ja, von krumm nach schief. Aber wichtig ist, dass sie einen Straßenanschluss haben. Mikrochips. Ja, nochmal ein bisschen was. Das war, glaube ich, hier.
Genau. Jawohl, die kriegen nämlich da dann den Bonus wieder. So, ist auch okay. Und dann haben wir hier noch die Neuralprozessoren. Die kriegen dann von denen wieder den Bonus. Ja, es ist einfach fabelhaft. Jetzt fehlt denen wieder Sand. Okay, können wir natürlich noch beheben. Ja, Mikrochip fehlt wieder. Und hier die Nanoröhren nochmal ein bisschen. Aber ich würde denen fast nochmal kurz Sand gönnen hier. Irgendwie zack so, zack so, zack so. Das sind nochmal drei Stück, damit die hier an der Quelle sitzen. Und Nanoröhren. Das sind die hier. Können wir gerade nicht setzen. Das sieht man, da fehlt tatsächlich. Da kriegen sie eben hier, kriegen sie dann den Bonus. Da sind wir wieder beim Stahl. Wisst ihr was? Ich setze mal nochmal ein Dingens hin. Wenn ich es finde. Einmal mehr. Ein Baumateriallager. Ich glaube, das ist schon nicht ganz unwichtig. Machen wir hier mal nochmal ein Teil. Und vielleicht auf der anderen Seite. Irgendwo, wo es egal ist, wenn es ein bisschen Stau gibt. Wo ist denn egal, wenn es Stau gibt? Ja, das ist eine gute Frage. Hier. So, gut. Da haben wir die gesetzt. Passt. Jetzt würde ich aber glatt... Ja, man sieht, jetzt würde ich glatt mal wieder irgendwie zum Thema Habitate gerne kommen. Das haben wir jetzt doch relativ lang vernachlässigt. Wo ist denn das Teil, was wir so ein bisschen rausgezogen haben? Dieser neue Stadtteil, war das hier hinten? Hier ist das Futter. Jetzt finde ich den neuen Stadtteil nicht mehr. Ich mache das mal noch weg hier. Das stört ein bisschen die Optik. Ich glaube, der Bereich war's. Ja, dann machen wir was Neues. Also einen neuen Stadtteil würde ich vorschlagen. Das machen wir folgendermaßen. Park. Stadion. Schule. Und dann haben wir aber noch was. Was hat noch einen Einzugsbereich? Irgendwas fehlt doch auch noch die ganze... Jetzt habe ich sie wieder zusammengeschustert. Irgendwas fehlt doch auch noch die ganze Zeit. Dreh dich mal nochmal ein bisschen. Das ist nicht so schön. So, also. Park, Schule. Irgendwas hatte doch noch einen Einzugsbereich, wenn ich es jetzt noch wüsste. Naja, nicht so schlimm. Finden wir raus. Hä? Aha, ich wollte gerade sagen, nicht, dass das wieder irgendwie falsch rum ist. Jetzt. So, aber er hat hier auch noch keinen Anschluss. Ja, ist wieder falsch rum. Ist nicht wahr. Ist hier hinten der Eingang? Sag mal. Dreh dich. Aha, jetzt haben wir einen. Zack. Sehr gut, passt. Nee. Hä? Ich hatte ihn doch gerade. Jetzt passt. Gut, und jetzt müssen wir doch hier eigentlich wieder Häuschen außenrum setzen können. Habitate. Weil die liegen doch jetzt eigentlich im Einzugsbereich. Das können wir natürlich nachher nochmal kurz nachkontrollieren, ob das tatsächlich der Fall ist. Nicht Strom. Nö. Das hier. So, Häuschen. Dazu gerne. Zack, die hier. Weil die brauchen sie einfach relativ schnell. Ah, hier nochmal. Zack, 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 zack. Und jetzt möchte ich schnell gucken. Liegt drin. Ja, liegt nicht ganz drin. Liegt auch drin. Dann brauchen wir nochmal eine Schule. Machen wir. Schulen waren hier. Zack, hier eine Schule. Und die haben keinen Straßenanschluss. Sehe ich das richtig? Wahrscheinlich ja. Gehen wir raus hier aus dem Reiter. Mhm. Da fehlt er. Einmal. Ja, machen wir mal hier noch eine Straße lang. Ui, das gibt aber echt eine große Stadt. Das ist, glaube ich, absehbar, dass das wirklich eine relativ fette Stadt gibt am Schluss. Man sieht es hier. Aber jetzt fehlt denen tatsächlich ein bisschen hier überall Eisen. Das gefällt mir natürlich auch nicht. Ich mache mir nochmal ein, zwei Habitate hin. Ganz einfach, weil wir das jetzt halt hier zusammengebastelt haben. So, direkt an die Schule, das ist gut. Dann haben die Kinder auch keinen gefährlichen Weg. Das gefällt mir von der Idee her schon mal gut. Würde passen. Ach, Luft braucht natürlich auch noch. Jetzt, wo er sagt, stimmt. Na, einen erwische ich immer, der dann nicht passt. So, jetzt passt. Da sieht man auch, da geht's gleich weg. Aber eben jetzt hier hinten, das gefällt mir hier mit dem Eisen nicht. Aber ich möchte tatsächlich davon absehen, jetzt Stadtteile zu ersetzen. Ihr wisst warum. Weil das bindet dermaßen, dass dann andere Bereiche wieder gar kein Eisen mehr kriegen. Wie kriegen wir denn hier schneller Eisen hin? Ich meine, wir haben hier einen Bahnhof. Das müsste eigentlich gehen. Hier haben wir. Und wir haben nicht
Grundsätzlich zu wenig Eisen, Erz. Da haben wir es doch. Nee, nicht wirklich. Und in der Nähe haben wir halt kein Eisenerzvorkommen. Also zumindest nicht in unmittelbarer Nähe. Das heißt, wir können hier eigentlich nicht viel machen. Da müssen wir tatsächlich mit den Stadtteilen arbeiten. Oder was ist der Grund, warum die jetzt hier ein bisschen darben? Also die Bahn fährt ja noch. Das ist ja eigentlich kein Problem. Man sieht es hier. Was habt ihr dabei? Eisenerz. Aha. Und das bringt ihr hier weg. Von hier unten. Ist ein Scherz. Warum bringt ihr das denn weg? Nach hier hinten? Okay. Ja, die brauchen natürlich auch Eisenerz. Das ist klar. Boah, die Gebäude hier. Das sind natürlich schon auch imposante Teile hier, definitiv. Das habe ich. Die hatten wir schon mal in einer anderen Stadt. Aber die sehen immer wieder einfach nur gut aus. Das hat irgendwie. Es hat auch einen gewissen Stil, das Spiel. Also das ist. das muss man wirklich mal sagen. Na gut, liebe Freunde. Wir machen Break. Die Stadt wird größer und größer. Ich bin da wirklich sehr zuversichtlich, dass wir am Schluss wirklich alles erforscht haben. Und dann auch wirklich alles gebaut haben und dann die Stadt mal ein bisschen genießen können. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich morgen. Tschüss.